Du hast gerade das Thema Entzündung und auch Parasiten beziehungsweise den Parasitenkongress angesprochen. Vielleicht könntest du noch mal kurz und knapp sagen, was du für Erfahrungen gemacht hast, wie diese, also wie Parasiten, so ein Geschehen, so ein Krankheitsgeschehen auch in Bezug auf Gehirn- und Nervensystem ja, beeinflussen können im negativen Sinne. Naja, Parasiten spielen ja eine unglaublich große Rolle, erstmal auch für unsere Darmgesundheit. Und der Parasit ist immer der, der auch in das ganze Neurotransmittergeschehen eingreift. Der ist also der, der auch in das ganze Neurotransmittergeschehen und gerade im Darm, im Abbau des Tryptophans, das ist die Vorstufe vom Serotonin, entscheidenden Einfluss hat. Und damit auch eine Kaskade von Entzündungen auslöst. Parasiten sind Mitbewohner, die selber das Feld nicht räumen und die Schwäche des Wirtes immer ausnutzen. Und immer dann, wenn der Darm selber in eine gewisse Not gerät und wenn die Darmschleimhaut, wir haben ja sehr oft auch Leaky Gut, erhöhte Schleimhautpermeabilität, die große Frage der Ernährung des Glutens, das ja noch viel, viel entscheidender ist ja das Getreide als Parasiten. Es ist ja immer das und das auch noch. Aber durch die Veränderung des Getreides, durch die Kreuzung, durch die Genmanipulation über viele Jahre hat man die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das heißt, das Gluten im Getreide hat die gleiche Affinität zum Rezeptor in der 1:1-Bindung zu Hirn und Nervenzelle. Das heißt, wir sehen Kleinhirnatrophien, wenn das Kleinhirn schrumpft und die Leute haben so eine Ataxie durch Getreide, durch Gluten ausgelöst. Und ein Darm, der sowieso in dieser Abwehrfunktion schwächer wird, der in seinem ganzen Mikrobiom sich verändert, der in seiner gesamten Situation eine Schleimhautpermeabilität hat, die unweigerlich sogenannte Endotoxine, Bruchteile von Bakterien jetzt ins Blut lässt. Das kann man alles messen. Der provoziert auch die Entzündung an der Glia. Das hängt zusammen mit der Verschaltung. Der Darm schickt mehr Informationen zum Gehirn als umgekehrt. Und diese Glia, die sich öffnet, diese Durchgängigkeit der Schleimhaut, auch im Gehirn, schafft natürlich für das Gehirn selbst eine ganz große Belastung. Wir haben eine andere Mikrobenwelt im Gehirn als in unserem Brustbereich und wir haben eine andere Mikrobenwelt im Darm. Das heißt, wir müssen eine gute Symbiose mit all diesen finden und das, was wir heute unserem Körper zumuten, ist so auf Destabilisierung und Entzündlichkeit mittlerweile eingerichtet, dass er nur noch in der Abwehrfunktion steht. Und deshalb ist die Diagnostik all dieser Dinge, glaube ich, unglaublich wichtig, weil auch gerade die ganze Frage der Borreliose, das ist eine ernstzunehmende Geschichte, aber die Borreliose in der Verbindung vielleicht auch mit der Toxoplasmose, auch die Entzündlichkeit auf Hirnebene triggern kann oder Schlaflosigkeit triggern kann oder die Entzündung der Myelinscheiden, der Nerven triggern kann. Und das sind Prozesse, die muss man anschauen und da beginnt man natürlich immer im Darm, dass man diese Wurzel bei der Pflanze Mensch erstmal gut im Blick hat. Und nicht ständig diese Prozesse sich verselbstständigt haben über Jahre. Also, was der Zuschauer jetzt direkt nach diesem Interview machen kann, falls er es noch nicht macht, sämtliches Gluten aus der Ernährung rauswerfen. Das wäre doch mal ein guter erster Schritt. Ja, Was? also ich hatte neulich in der Visitesendung eine ältere Dame, die sagt, mein Mann, der kann gar nicht mehr so gut denken und ich muss ihm dreimal erklären, was kann ich machen?
Das ist das Erste. Das ist das Allerwichtigste, das Gluten aus der Ernährung rauszunehmen. Das ist ja das Klebeeiweiß. Der Weizen hat die höchste Glutenbelastung. Aber allein schon das, bitte beobachten Sie das, wie die Dinge sich verändern können. Aber es Okay. gibt ja genug Literatur, wo man sich da belesen kann, ne? Ja. Und also allein schon der einfache Umstieg von glutenhaltigem Getreide auf zum Beispiel glutenfreie Pseudogetreide, also wie zum Beispiel Hirse oder Quinoa. Pseudogetreide ist ja auch ein hübscher Ausdruck. Ja, also sagen wir glutenfreie Varianten, vielleicht auch sowas wie Süßkartoffeln, ist auf jeden Fall schon mal was, was du auf jeden Fall unterschreiben kannst, was jeder Ja, einfach ja, ja, ja. Und braucht. ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen ja, oder ich habe in der Vergangenheit ganz viel auch Ernährungsmittelteste gemacht auf eine entzündliche Spätreaktion. Also ich esse was, alles gut, aber nach 4 bis 70 Stunden ist erst die Entzündung am Darm. Und ich muss sagen, ich habe beobachtet, das ist gar nicht mehr die Milch oder das ist Getreide. Und das Labor hat mir bestätigt, 85% der Bevölkerung reagieren auf das Gluten mit einer entzündlichen Spätreaktion. Und wir haben seit 4 Jahren, 5 Jahren die Klinik auf 100% glutenfrei umgestellt, um einfach den Menschen auch zu zeigen, wie schmackhaft, wie lecker. Man muss auf nichts verzichten, man muss nur viel bewusster handeln. Und ganz viel ist auf einmal hier anders für den Einzelnen, ohne dass er vielleicht groß schon Therapien hatte, aber einfach in der Beobachtung. Und das hat wirklich nochmal das Ganze ziemlich hier auch positiv verändert. Okay. Aber aus der Beobachtung heraus. So. Du hast gerade die Milchprodukte angesprochen. Wie schätzt du deren Wirkung ein auf Gehirn und Nervensystem? Es wird ja auch Also wir gesagt, dass sie. reduzieren es sehr stark, Ja. ganz stark reduzieren wir Milchprodukte ebenfalls. Und wenn dann überhaupt etwas Ziegen- oder Schafkäse, aber keine Kuhmilch, auch keine Kuhmilchprodukte, kein Quark. Und desto hochwertiger nicht, desto schlimmer die Erkrankung, desto schmaler und desto präziser und desto unbelasteter für den Stoffwechsel muss die Ernährung sein. Und ich habe ja einige Jahre hier auch mit Joachim zusammenarbeiten dürfen, Mutter. Und Joachim hat dann immer so sehr strikte Therapie- und Ernährungsprotokolle. Das war manchmal, die Menschen waren da überfordert. Ich bin da mehr so, ich will jeden abholen, wo er steht und kleine Wege gehen, damit er mit auch reinwachsen kann. Aber der Erfolg spricht für sich und es ist manchmal so wirklich notwendig, auch irgendwann mal einen Stopp zu machen. Und für manche Menschen glauben, jetzt ist alles ganz schlimm und ich könnte das auch nicht essen, dieses glutenfreie, abgepackte. Aber was wir hier draus machen, gerade die Rohkosttorten und dieses Kartoffelbrot und das ist schon total lecker und das ist schnell gemacht. Und ja, wir wollen das hier einfach nur vorleben und nicht irgendwie eine Diätform, die irgendwo im Moment aktuell ist, sondern um einfach den Fokus der chronischen Entzündung rauszunehmen, der auch bei diesen Dingen eine ganz große Rolle spielt.